Ein Hallenfußballturnier der besonderen Art fand am 28. Jänner in der Bezirkssporthalle Braunau statt. Also wir haben heuer zum 6. Mal die Hallenlandesmeisterschaften der Lebenshilfe veranstaltet und man hat wieder gesehen, heute, welche Freude es dem, auch den Menschen bereitet, die nicht so viel Spaß sonst im Leben haben und die es einfach nicht so gut erwischt haben. Und es freut uns besonders vom ATSV Lab, dass wir das durchführen können. 7 Mannschaften treten gegeneinander an. Regau, Ried, Braunau-Mattighofen, Wels, Großraming-Weiher, Vöcklermarkt und die Old Stars. Wir sind hier beim Spiel Wels gegen Old Stars. Bei den Old Stars versucht Bürgermeister-Landtagsabgeordneter Erich Rippel das Tor sauber zu halten. Jedoch mit mäßigem Erfolg. 4-mal landet der Ball im Netz. Ja, die Aufgabe war halt spielerisch als Tormann. Aber unser Team, unser All-Star-Team spielt halt mit, um erstens dieses Turnier, das ja der SV und ASV Lab großartig veranstaltet, zu unterstützen und vor allem auch in finanzieller Hinsicht zu unterstützen, weil hier sehen wir als politische Mandatare, aber auch als wirtschaftliche Komponenten dies als Sponsoring und ein Beitrag, ein kleiner Beitrag dazu, dass diese Menschen heute dieses Turnier spielen können. Die weiteste Anreise hat die Lebenshilfe Großraming-Weiher hinter sich, hier im Spiel gegen Regau. Die Regauer sind bei dieser Begegnung die eindeutig dominierende Mannschaft und nach 10 Minuten endet das Spiel mit 7:0. Im 8. Spiel des Tages trifft Vöcklermarkt auf Braunau-Mattighofen. Diese Mannschaften schenken sich nichts und das Spiel endet mit 2:2. Die nächste Paarung lautet Ried gegen die Old Stars und trotz Mannschaftswechsel unterliegen die in Warnwesten spielenden Old Stars gegen die Rieder mit 4:2. Im 12. Spiel des Tages haben die Rieder die im Blau spielenden Ennstaler als Gegner. Diese können jedoch den Innviertlern nicht viel entgegensetzen. 7-mal liegt der Ball im Großraminger Tor. Und hier fällt der Ehrentreffer durch die Nummer 4. Braunau-Mattighofen in Blau-Rot hat nun die Regauer als Gegner. Braunau ist in dieser Begegnung eindeutig die stärkere Mannschaft und nach 2 Minuten steht es 0:2. Der nächste Angriff der Braunauer wird erfolgreich abgewehrt und im Gegenzug fällt das 1:2. Doch das 1:3 lässt nicht lange auf sich warten und etwas später zeigt die Anzeigentafel 1:4. Der Braunauer Tormann verteidigt sein Tor verbissen und mit dieser Aktion der Nummer 11 wird das Endergebnis mit 1:5 besiegelt. Die Großraminger zeigen gegen Vöcklermarkt vollen Einsatz und landen einen Treffer. Doch Vöcklermarkt dürfte mehr Trainingsstunden absolviert haben und der Ball geht 7-mal ins Netz der Ennstaler. Ried in Weiß, Schwarz und Wels in Grün zeigen hier ihre Ballkünste. Mit geschickten Spielzügen können die Rieder mit 2:1 aus dieser Begegnung gehen. Die torreichste Begegnung findet zwischen Großraming und Braunau statt. 13 Tore werden es am Ende dieses Spiels sein. 2 Treffer landen im Tor der Braunauer. 5 Sekunden vor Schluss landet der Ball zum 11:2 im Netz. Vöcklermarkt trifft im 20. Spiel des Turniers auf Ried und die Rieder zeigen auch in ihrem 6. Spiel keine Ermüdungserscheinungen. Nach 3 Minuten steht es 0:1 und 2 Minuten später erhöhen die Rieder auf 0:2. Die Freude ist natürlich auch groß über den Treffer zum 0:3.
Kurz vor dem Schlusspfiff wieder ein Schuss aufs Tor, der Ball prallt von der Bande ab und die Nummer 3 macht das Endergebnis fix mit 0:4. Jetzt steht nur mehr eine Begegnung aus, um den Turniersieger zu küren. Braunau-Mattighofen trifft hier auf Wels. Wels geht in der zweiten Minute in Führung. Nach diesem schönen Pass von Lugmeier landet der Ball im Kreuzeck und es steht nun 1:1 und noch sind 6,5 Minuten zu spielen. Die Brauner greifen immer wieder an, scheitern aber am aufmerksamen Tormann der Welser. Freistoß für die Braunauer und dann dieser schöne Treffer zum 1:2. Und das ist dann auch der Endstand. Sportlich aktiv zeigt sich auch der Braunauer Bürgermeister Hannes Weidbacher. Er spielt bei den Oldstars. Super, ich muss sagen, ein sensationelles Turnier. Hat Spaß gemacht, eine Riesenfreude. Und ich kann nur gratulieren an das VLAB für die Ausrichtung des Turniers. Und ich wünsche mir, dass wir noch medial ein bisschen mehr Aufmerksamkeit hätten für das Turnier. War schön, es ist sehenswert und vor allem die Freude, die Spieler haben, Wahnsinn. Klasse Geschichte. Dann warten alle gespannt auf die Siegerehrung, denn jede Mannschaft erhält einen Pokal. Ehrt werden aber auch der Torschützenkönig sowie die fairste Mannschaft und der beste Tormann. Da die Mannschaften gemischt sind, wird auch die beste Spielerin gekürt. Bei der Lebenshilfe Fußball-Hallen-Landesmeisterschaft ging die Mannschaft von Braunau-Mattighofen als Sieger hervor. Unsere Sportler bereiten sich auf solche Turniere natürlich schon intensiv vor. Es gibt immer einige Trainingseinheiten, wo die Mannschaften Braunau-Mattighofen gemeinsam in der Bezirkssporthalle spielt. Und umso näher natürlich der Turniertermin rückt, umso spannender wird es, umso nervöser werden sie. Aber sie sind voll mit Ehrgeiz dabei, bereiten sich gut vor und freuen sich natürlich narrisch auf so ein Turnier. Und alle Zuschauer, die das heute gesehen haben, haben gesehen, mit welcher Eifer und Begeisterung unsere Sportler dabei sind. Und es ist eins von die Highlights in unserem sportlichen Ablauf. Im Sommer muss dann Braunau-Mattighofen seinen Titel verteidigen beim Turnier in Altheim.